Rheuma-Patienten können durch ihre Ernährung selbst Einfluss auf ihre Erkrankung nehmen. Rheuma ist ja eine entzündliche Erkrankung, die den ganzen Körper betrifft. Und auch unsere Ernährung wirkt sich auf unser allgemeines Wohlbefinden aus. Wir sollten versuchen, ein normales Gewicht zu erreichen. Nicht zu wenig, weil wir dann an Knochendichte und Muskelmasse verlieren. Und auch kein zu hohes Gewicht, weil das entzündlich aktiv ist, die Beschwerden verstärkt und auch das Ansprechen der Medikamente verschlechtert. Rheuma-Patienten sollten sich einerseits kalziumreich ernähren, um Osteoporose vorzubeugen. Sie sollten eventuell Vitamin D als Tablette nehmen, insbesondere dann, wenn sie auch Cortison nehmen. Und es gibt bestimmte Gewürze, die sich antientzündlich auswirken können. Das sind vor allem Gewürze, die wir aus der Ayurveda-Küche kennen. Zimt, Kurkuma, Ingwer, Knoblauch, solche Dinge. Und man sollte versuchen, sich reich an Omega-3-Fettsäuren zu ernähren und weniger Omega-6-Fettsäuren, also eher fetter Seefisch, pflanzliche Öle als tierische Fette. Rheuma-Patienten sollten versuchen, tierische Fette nicht zu viel zu essen, weil der Körper leichter aus einem tierischen Fett einen Entzündungsstoff herstellen kann als aus einem pflanzlichen Fett. Rotes Fleisch gilt als problematisch. Gezuckerte Getränke sind schlecht, weil sie auch die Leber belasten und die Leber muss die Medikamente entgiften. Und wenn ich vielleicht ohnehin erhöhte Leberwerte habe durch Medikamente, muss ich auch bei Alkohol vorsichtig sein.